me, rise again. Come back to me, my son. Der Song ist inhaltlich ähnlich wie Resurrection of the Light, ist unsere letzte Single, die wir vor dem Album ausgekoppelt haben. Auch eine Nummer, wo ich der Meinung bin, dass sie schon musikalisch aus dem Rahmen fällt. Also die Strophen sind ziemlich klassisch Blutengel, Elektro, aber der Refrain ist doch schon, ja, manche sagen zu Metal-lastig oder was weiß ich. Ich finde es eine sehr, sehr coole Mischung, also einfach so krasse, schneller Refrain und dann wieder sehr minimalistische Strophen. Hier geht es natürlich auch, wie der Titel schon sagt, Morningstar, um den Morgenstern, also quasi Lucifer oder den Teufel. Und auch hier geht es darum, dass du halt, also das ist halt wie so eine Geschichte, die ich da beschreibe, jemand, der eben sein ganzes Leben, sagen wir mal, christlich erzogen wurde und immer alles brav gemacht hat, Kirche, was weiß ich, Kirche gegangen ist, gläubig gewesen ist und der irgendwann sagt, Alter, das hat mir gar nichts gebracht, ich versuche jetzt tatsächlich, ähnlich wie ich es eben in dem anderen Song geschrieben habe, ich versuche einfach mal die andere Seite, weil ich glaube, das ist der richtige Weg für mich und das ist eigentlich das Thema dieses Songs, wirklich dieses, auch dieses Wechselspiel zwischen Ulis Gesang und meinem, also sie ist quasi die Protagonistin, die sagt, nee, ich will nicht mehr an Gott glauben, sondern ich kehre mich jetzt einfach, ich wende mich der anderen Seite zu. Das ist die Kernaussage von diesem Song. Schließ deine Augen, lass dich fallen. Deine Reise endet hier. Du bist jetzt am Ziel. Für immer hier bei mir. Ja, der Titel ist Programm. Es ist der letzte Song auf dem Album. Ganz witzig, weil das eigentlich nur ein Arbeitstitel war. The Last Song ist Englisch. Trotzdem habe ich einen deutschen Text für diesen Song gemacht. Hat aber irgendwie, weil ich den Titel Last Song eigentlich ganz cool fand, habe ich mir jetzt nicht noch einen deutschen Titel ausgedacht. Also irgendwie eine witzige Geschichte für mich jedenfalls gewesen. Und ja, hier geht es eigentlich darum, dass man irgendwie, wenn man denn irgendwann mal weiß, jetzt ist das Leben vorbei, sich vielleicht mal fragt, ja, was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Habe ich das Leben so gelebt, wie ich es wollte? Konnte ich die Dinge erreichen, die ich mir vielleicht vorgenommen habe? Bin ich zufrieden? So, es gibt immer manchmal so Interviewfragen, so was sollte auf deinem Grabstein stehen oder so. Und genau in diese Richtung geht es, also einfach mal sein Leben zu reflektieren und vielleicht wirklich mal sich zu fragen, hey, wenn ich so weiterlebe, kann ich dann irgendwann am Ende mal sagen, ja, genau, das fand ich gut, wie ich das gemacht habe, oder möchte man nicht vielleicht doch was anderes erreichen? Und dann sollte man das natürlich zu Lebzeiten quasi machen, also nicht erst, wenn es zu spät ist. Und das ist, ja, darum geht es halt einfach hier, ne, dass es halt irgendwann vorbei ist und dass man sich dann in Ruhe quasi fallen lassen kann, weil man weiß, hey, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Und das ist, wie gesagt, der letzte Song auf dem Album. Und damit finde ich, es ist ein guter Abschluss für das ganze Album, das ja doch so musikalisch ziemlich viele verschiedene Styles und so vereint. Das ist aber ein relativ ruhiger, balladenartiger Ausklang für das Album. Schließ deine Augen, lass dich fallen, deine Reise endet.